Herzlich willkommen zu diesem Videotutorial für das Altplanierung Profilbauteil Version 2. In diesem Film zeige ich Ihnen ein Praxisbeispiel von unserer Statikabteilung. Und zwar möchten wir vom CEDRUS Statikmodell eine Vordimensionierung in Altplan importieren. Das Ganze via IFC-Schnittstelle und ich zeige Ihnen nun, wie das Ganze funktioniert mit einer Best Praxis mit den Profilbauteilen. Wir sehen hier zuerst ein paar Printscreens von der Statik-Software. Hier sehen Sie die Statik, wie sie eingegeben wurde. Natürlich können in der Statik schon Reports generiert werden und hier zum Beispiel die Berechnungen durchgeführt werden. Davon wurde ein IFC exportiert und wir wollen dieses nun mal in Altplan importieren. Beim Import gehe ich auf Einstellungen und ich möchte mir die Geometrie hier mal alle Bauteile als Mengenkörper importieren. Dieser Import geht immer am schnellsten, da nicht versucht wird, Wände in Wände zu formatieren, Stützen in Stützen, sondern die Elemente werden genauso übernommen als 3D-Körper, ähnlich wie einem Viewer. Ich wähle mir nun das Teilbild an, auf das ich es importieren möchte. Das ist bei mir die 250 und der Datenimport wird gestartet. Es sind insgesamt 190 Elemente. Und wir sehen, diese 190 Elemente sind nun als Mengenkörper importiert worden. In der Animation sehen wir auch, wie die Profile schon hier drin liegen. Das sind also einfache Profile, die auf die Achse sich treffen, aber die Knoten wurden hier noch nicht ausgearbeitet. Ist natürlich für die Vordimensionierung auch nicht notwendig. Als nächsten Schritt möchte ich nun diese Mengenkörper mal in 3D-Körper wandeln. Ich rahme alles ein und die Elemente werden somit modifiziert. In der Objektpalette überprüfe ich nochmal die Anzahl der Elemente. Ich sehe hier die 3D-Körper und in der Objektpalette mal den Filter, zum Beispiel nach Teilbilder. Und ich sehe hier auf dem Teilbild 250 hat es 190 3D-Körper drauf. Spannend noch zu sehen ist, dass das Attribut vom IFC natürlich importiert wurde. Und ich sehe hier eine wichtige Sache, zum Beispiel beim Material wurden hier S235 und S355 angegeben. Und somit kann ich diese natürlich dann auch sehr gut unterscheiden von den Materialien her. Als nächstes möchte ich nun mal die Teilbilder so vorbereiten, dass ich nachher Profilbauteile ableiten kann. Ich wähle mir das Teilbild 250, ziehe es via Drag and Drop in meine Struktur rein und aktiviere mir für die Profilbauteile ein neues Teilbild. Ich schreibe mir die Teilbilder noch sauber an, das war der IFC Import und auf das Teilbild 251 sollen die Profilbauteile erstellt werden. Den Knoten vom IFC Import brauche ich nicht mehr, den lösche ich mir noch weg. So. Und nun wähle ich mir mal das Material S235 an und konvertiere diese Bauteile in Profilbauteile. So, das hat er komplett gemacht. Nun blende ich mir mal die 3D-Körper aus und gehe nun noch, ich sehe schon am Attribut, das Material hat er hier noch nicht übernommen. Das modifiziere ich jetzt mit dem Multi-Edit über alle Profilbauteile, die hier schon erzeugt sind und schreibe das Material bei den Attributen nochmals rein. Das Ganze mache ich natürlich in zwei Schritten, weil ich beim Import nachher die Materialien auch wieder für die Report-Auswertung gerne filtern möchte. So, das zweite Material, auch hier der gleiche Workflow. Ich nehme den Befehl in Profilbauteile konvertieren. Somit werden die neuen Profilbauteile auf dem Teilbild erstellt. Und nachher gehe ich nochmal hin mit dem Modifizieren und gebe das Materialattribut auch nochmals mit. Vielleicht können wir diesen Prozess auch noch automatisieren. Das schauen wir dann für eine spätere Version der Profilbauteile an. Okay, nun haben wir also bei den Objekten alle Objekte mal hier zum Einblenden.
deckungsgleiche Elemente. Wir haben hier die 190 Makros, das sind die Profilbauteile, und hier die 190 3D-Körper. Also er hat alle Objekte wandeln können, und wenn wir das mal anschauen, das sieht dann und für sich schon sehr gut aus von der Deckungsgleichheit. Ich aktiviere mir hier mal nur das neue Modell und man sieht hier, die 190 Elemente mussten nicht neu gezeichnet werden, also sicher ein Geschwindigkeitsvorteil. Ich möchte nun mal noch einen Report generieren. Wähle hier mal aus dem Standard den Report der Profilbauteile aus. Nehme hier noch alles. Und somit werden die 190 Trägen und Stützen automatisch importiert. Man sieht hier auch die ganzen Profile, die aus dem Statikprogramm zugewiesen sind und das Gewicht von 52 Tonnen das ganze Element hat. Hier die Einzelpositionen wiederum. Und zu guter Letzt wollen wir nochmal die Filter nehmen. Wir haben auf der linken Seite den Materialfilter. Man könnte jetzt wiederum nur die S235 Elemente mit 20 Tonnen und die anderen Elemente mit 32 Tonnen. Sie sehen, das Ganze mit dem richtigen Workflow, IFC importieren, konvertieren in 3D-Teile und übernehmen als Profilbauteile, erspart sehr viel Zeit. In diesem Beispiel haben wir 190 Profilbauteile automatisch erzeugt. Wir mussten die Achsen nicht manuell nachzeichnen, wir mussten die Profile nicht nachzeichnen. Eine super Sache. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, Ihr Thierry Metzler. Tschüss.